Starke Kinder, starke Zukunft. Der Podcast für Eltern, Pädagogen und Trainer, die Kinder stärken wollen, damit sie sich super entwickeln und zum Fels in der Brandung des Lebens werden. Herzlich willkommen bei Starke Kinder, starke Zukunft. Mein Name ist Daniel Dudek und du befindest dich in einer weiteren Folge in unserem Mini-Guide rund um das Thema Rahmen, Regeln, Rituale in der Familie. Ich sitze in einem Hotelzimmer in Neuenstein, einer Stadt in Baden-Württemberg. Ich bin hier gebucht von einer Schule und ich habe jetzt zwei Trainingstage hinter mir, sowie ein Gespräch mit der Schulsozialarbeit und heute einen Mini-Impuls für die Lehrerinnen und Lehrer. Ihr hört eine Glocke im Hintergrund läuten, die klingelt hier jede halbe Stunde vor diesem Hotel. Hey, richtig cool. Es ist quasi ein Ritual, dass diese Glocke hier läutet und deswegen habe ich mir gedacht, in diesem Hotelzimmer bietet es sich perfekt an, über das Thema Rituale zu sprechen. Allerdings gibt es noch einen anderen Grund, warum ich heute hier darüber sprechen möchte in diesem Hotelzimmer. Denn diese Schulsozialarbeit, die ich hier kennenlernen durfte, das ist wirklich grandios. Liebe Grüße an dieser Stelle an euch. Ich wurde begrüßt mit den Worten, Daniel, wir sind oder ich bin dein größter Fan. Und ich denke, wow, das ist wirklich schmeichelhaft, habe ich so auch noch nicht erlebt. Und sie hat tatsächlich schon ganz viel von mir verfolgt und wollte unbedingt, dass ich in ihre Schule komme, mit den Kindern arbeite, denn sie möchte eine Kultur in dieser Schule etablieren. Sie möchte Dinge ritualisieren. Sie möchte, dass es nicht nur darum geht, dass es Regeln gibt, sondern dass es regelmäßige Rituale gibt, dass es Rahmenbedingungen gibt, dass es auf Seiten der Lehrkräfte, der Schulsozialarbeit, also aller Menschen, die mit den Kindern arbeiten, eine gewisse Haltung, eine Kultur gibt. Und das finde ich unfassbar inspirierend, denn dass eine Schulsozialarbeiterin ihr volles Herzblut reinbringt und nicht nur sagt, ich mache hier meinen Job, sondern ich will hier etwas hinterlassen. Sie sagte sowas wie gestern zu mir, ich möchte, dass wenn ich irgendwann von dieser Schule weg bin, dass die Ideen, die Rituale, die Regeln, die Rahmenbedingungen so sitzen, dass die Kultur weiterlebt. Und das ist genial. Fantastisch. Und deswegen dachte ich mir, komm, hier in diesem Hotelzimmer, nach dem zweiten Trainingstag mit, ihr kennt es ja, man muss Masken tragen. Und wenn man so ein Training mit voller Energie, mit so einer Maske macht, ja, man kann darüber streiten, dass so eine Maske nicht sonderlich schlimm ist. Und da sehe ich auch ein, wenn man ganz normal redet, wenn man aber performt über 5,5 Stunden lang, dann ist das schon anstrengend. Ich hoffe also, ich versabbel mich nicht und merke schon jetzt, dass ich abschweife. Was rede ich denn hier so? Also, ich lasse das aber so. Ich möchte in diesem Podcast authentisch sein. Manchmal verquatsche ich mich. So, zurück zum Thema. Rituale in der Familie. Wir haben am letzten Mal über Rahmenbedingungen gesprochen. Geht schon gut los. Über Rahmenbedingungen gesprochen. Rahmenbedingungen sind so die Werte, die wir in unserer Familie leben wollen. Innerhalb dieser Rahmenbedingungen macht es jetzt komplett Sinn, Rituale zu haben. Wenn wir Rahmen haben, ist klar, was wollen wir überhaupt leben in unserer Familie? In der nächsten Folge werden wir auch das Thema Regeln anschauen, denn das ist ja das Kontroverseste bei den 3 R's. Witzig, hier geht es nicht um 3G, hier geht es um 3 R. Rahmen, Regeln und Rituale. Rahmenbedingungen, da sagt eigentlich niemand etwas gegen, dass es sinnvoll ist, in seinem Leben Werte zu haben und diese zu leben, auch als Familie. Bei den Ritualen gibt es eigentlich auch wenig kontroverse Debatten, bei den Regeln schon, deswegen ist das die 3. Folge und danach werde ich mir Zeit nehmen für eure Fragen, die ihr mir zu diesem Thema auf Social Media gesendet habt. Für die, die mich nicht kennen, yo Leute, mein Name ist Daniel Dudek, Gründer von Starke ohne Muckis. Wir sind ein TÜV-zertifizierter Bildungsträger und wir bilden Menschen aus, die Kinder stärken möchten. Ich bin zweifacher Papa, Fachbuchautor, Empfehlung, sei stark wie ein Löwe, mein aktuelles Buch, unbedingt kaufen. Und ausgebildeter Erzieher. Rituale sind super wichtig innerhalb der Familie. Warum? Weil sie Kindern Sicherheit geben. Sie geben Kindern einen Fahrplan im Laufe des Tages. Sie geben, es sind so wie solche Inseln, auf die man sich verlassen kann. Ich in meiner Familie habe zum Beispiel ein Abendritual. Das kennen die Stammhörerinnen und Hörer hier. In diesem Ritual wird jeden Abend geschaut, wenn wir zum Beispiel zu Bett gehen,
Manchmal machen wir es auch am Abendtisch, also es ist nicht immer zur exakt gleichen Zeit, aber es findet immer abends statt. Wir stellen uns Fragen. Ich nenne mal die aktuellen Fragen, denn die haben sich weiterentwickelt. Meine Tochter ist da ganz eifrig und entwickelt die Fragen immer weiter. Die Folge zu meinem Abendritual gehört haben, die kennen die Frage, was war heute schön? Wofür bist du dankbar? Was hast du heute gelernt? Was willst du träumen? Was willst du morgen erleben? Das waren die fünf Fragen. Jetzt die große Variante, die neue. Was war heute nicht so schön? Was war schön? Wofür bist du dankbar? Was hast du heute gelernt? Was möchtest du träumen? Was möchtest du morgen erleben? Was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was, und das sind Fragen, die meine Tochter entwickelt hat, was hast du heute getan, um jemandem zu helfen? Und was kannst du morgen tun, damit dein Tag noch besser wird? Ich kann euch sagen, ihr hört hier einen sehr, sehr stolzen Papa sprechen. Das ist genial, also das ist fantastisch, wirklich sehr, sehr cool, dass diese Fragen einfach auch von den Kindern weiterentwickelt werden. Das ist mega cool einfach. Und dieses Ritual, das findet jeden Abend statt, wir stellen uns diese Fragen. Mein Sohn ist ein bisschen jünger, der ist ganz süß jedes Mal. Was war heute schön? Alles. Wofür bist du dankbar? Alles. Was hast du heute gelernt? Alles. Was möchtest du heute träumen? Alles. Was willst du morgen erleben? Alles. Wie viele Liegestützen schaffst du? Alle. Also mein Sohn ist nicht immer, also nicht jeden Abend voll konzentriert dabei, aber ist ja nicht schlimm, denn er ist ja trotzdem dabei in diesem Ritual. Und der ist jetzt noch jünger, der wird jetzt 4 und trotzdem kriegt er das mit. Das wird sich ja für ihn total in seine Erinnerung einbrennen, dass man sich abends den Tag reflektieren kann. Fantastisch. Und das ist ein Ritual, ein einfaches Ritual, was jeden Abend stattfindet und was den Kindern total Sicherheit im Alltag gibt. Früher, als ich noch ein kleiner Junge war und selber als Kind in meiner Familie lebte, gab es auch Rituale. Ich bin zum Beispiel sehr gläubig aufgewachsen. Also meine Eltern waren und sind gläubige Menschen. Das heißt, für mich gehörte es damals dazu, dass wir vor dem Essen gebetet haben. Das mache ich jetzt so in meiner Familie nicht mehr. Manchmal fragt mein Sohn, ob wir ein Lied singen können vorm Essen. Dann machen wir das. Dann will er irgendein Lied aus der Kita singen, was dann meistens auch Gebetslieder sind. Aber ich selber bin jetzt nicht heute der Papa, der mit seinen Kindern sehr viel betet. Aber, und das möchte ich sagen, das ist gar keine Wertung an dieser Stelle. Denn wir haben heute halt andere Rituale, die uns helfen. Und unsere Eltern, also meine Eltern, hatten diese Gebetsrituale und das war gut. In anderen Kulturen wird dann vielleicht nicht das Mittagsgebet gesprochen, sondern wird dann nicht vielleicht das Essensgebet gesprochen, sondern ein Mittagsgebet. All das sind auch Rituale in den Familien, wenn es um religiösere Rituale gibt. Und all diese Rituale, ob religiös oder nicht, ob morgens oder abends, geben Kindern einfach Halt. Denn sie finden immer wieder statt. Das ist eine Konstante. Und wir Menschen lieben, wenn wir Konstanten im Leben haben. Du kennst das sicherlich auch. Wir Menschen neigen oder mögen es, wenn gewisse Dinge immer wieder stattfinden, weil uns das Halt gibt, Sicherheit. Und in manchen Familien, die ich im Coaching hatte, die haben gesagt, ja, das läuft abends bei uns beim Zu-Bett-Gehen gar nicht so gut. Die Kinder sind dann immer so unruhig, die schlafen gar nicht ein. Und dann sage ich, ja, wie läuft das denn? Und dann sagen die, ja, jeden Abend anders. Ich sage, ja, finde den Fehler. Dein Kind kann sich ja auf nichts verlassen. Oh, by the way, damit ihr mal ein Gefühl bekommt, ich gucke gerade aus meinem Hotelfenster, gucke auf einen großen Kirch oder Schlossturm, ich glaube, es ist ein Kirchturm. Und daneben, nee, genau, es ist ein Kirch und daneben ist ein Schloss und das wird so angestrahlt, so mit Weihnachtsbeleuchtung. Das sieht sehr schön aus. Ach, schade, dass ihr das nicht alle sehen könnt. Aber genau, in dieser Atmosphäre nehme ich diese Folge auf. Ihr merkt schon, ich habe wirklich zu viel gesprochen die letzten 2 Tage. Schon wieder schweife ich ab. Was ist denn los mit mir? Zurück zum Thema. Also, Dinge geben uns Sicherheit und Halt. Wir können uns auf etwas verlassen. Und genau das ist meine Empfehlung, dass du das auch in deiner Familie findest. Denn gerade an Tagen, wo du ein bisschen wuselig bist und ständig abschweifst, weil du vielleicht viel zu tun hattest oder dein Kind viel zu tun hatte, da sind wir ja im Kopf manchmal ein bisschen zerstreut. Wir sind konfus. Stell dir mal vor, jemand nimmt einen Podcast auf und erzählt dir plötzlich, dass er einen Kirchturm mit Beleuchtung sieht. Und solche Tage haben wir ja auch zu Hause.
Wir haben das ja auch mit unseren Kindern. Und wenn es dann feste Rituale gibt, wie zum Beispiel vom Tisch, vom Essen wird gebetet oder wird einfach gesagt, warum man froh ist, dass man das Essen hat, wenn man jetzt nicht gläubig ist, kann man ja trotzdem ein Dankbarkeitsritual vom Essen machen. Muss man ja nicht zu Allah, zu Gott oder zu wem auch immer beten, sondern kann einfach seine Dankbarkeit äußern. Das wäre ja auch ein Ritual. Beim Frühstück zum Beispiel, dass man sich sagt, was man heute am Tag erleben möchte. Dass man vorm Zu-Bett-Gehen, wo ich vorhin stehen geblieben bin, nicht nur sagt, jeden Abend essen wir und dann geht's ins Bett, sondern wir essen, wir machen uns gemeinsam fertig, dann erzählt vielleicht jemand eine Geschichte, liest aus dem Buch vor und dann gibt es immer ein wiederkehrendes Ritual. Jeden Abend ist zum Beispiel, gibt's nochmal eine Geschichte, die man liest. Oder jeden Abend macht man Fragen. Also gewisse Dinge, die immer wieder passieren, die sorgen dafür, dass wir in den Rahmenbedingungen der Familie, gerade für Tage, wo wir konfus sind, zerstreut, viel Stress hatten, vielleicht einfach ein hohes Pensum abliefern mussten, denn das müssen ja auch Kinder ganz häufig in der Schule, danach, Sportverein, hier, da, Hausaufgaben. Und dann geben uns diese festen Rituale Sicherheit und Halt. Deswegen mein Impuls. Ich hoffe, ich konnte dir durch diese Folge, wo ich ein bisschen halt auch dieses Konfuse mit reingebracht habe, zeigen, wie wichtig es ist, wenn wir solche Tage haben, dass es diese Ankerpunkte am Tag gibt, die immer wieder dafür sorgen, dass wir ruhiger und entspannter werden, dass wir zusammenfinden. Die Kinder lieben es, sich darauf verlassen zu können. Es gibt dem Tag Struktur. Und welches Ritual du mit deiner Familie oder welche Rituale du mit deiner Familie findest, ist gar nicht so relevant. Denn ihr werdet die Tage haben, da guckt ihr aus dem Fenster und ihr lasst euch von Dingen ablenken, da habt ihr Stress, da ist es wuselig. Und durch die Rituale werdet ihr immer wieder geerdet, kommt immer wieder im Hier und Jetzt an. Das gibt Kindern Sicherheit und Halt und sorgt für viel mehr Harmonie, Ruhe und Leichtigkeit im Familienalltag. In diesem Sinne, viel Spaß beim Finden eurer Rituale. Und ich wäre nicht Daniel Dudek, wenn ich nicht auch meine Rituale konsequent einhalte. Wenn auch du Interesse hast, mit Kindern zu arbeiten, dann bewirb dich bei uns. Schau auf starkehundemuckis.de vorbei, füll das Kontaktformular aus, dann sprichst du mit einem Ausbildungsberater oder einer Ausbildungsberaterin von uns und schaust, welcher Lehrgang, welches Modul, welche Ausbildung für dich perfekt ist, wenn auch du entweder als Quereinsteigerin oder Quereinsteiger mit Kindern arbeiten möchtest, wenn du vielleicht schon gut ausgebildet bist, wie du dich weiterbilden kannst, denn wir möchten gemeinsam mit dir dafür sorgen, dass es in 3 Generationen kein Mobbing mehr gibt. Dafür brauchen wir viele Menschen, die Kitas, die Schulen, die Einrichtungen suchen nach Menschen, die sowas tun. Die Schulsozialarbeiterin, von der ich dir am Anfang der Folge erzählt habe, ist total begeistert und sagt, ich werde auch, sobald wir mehr Kapazität an Stellen haben, eine der Sozialarbeiterinnen bei dir ausbilden lassen, weil das Konzept so genial ist. Das verändert die Kultur in einer Schule. Andere Schulen wiederum suchen nach Trainern, die mit ihnen arbeiten. Also es ist jetzt die Zeit zu starten. Schau auf starkerundemuckis.de vorbei. Und siehe da, schon wieder ein Ritual. Die Stammhörerinnen und Hörer, die wissen, am Ende gibt es eine Info zu der Ausbildung. Das ist immer gleich. Es ist ein Ritual in diesem Podcast. Viel Spaß beim Finden deiner Rituale, die deinem Kind immer wieder Sicherheit, Halt und Struktur geben. Alles Gute, bis zur nächsten Folge, wenn es ums Thema Regeln geht. Dein Daniel Dudek. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Die anderen Social Media Kanäle findest du hier. Ja, und andere Videos werden dir hier auch irgendwo eingeblendet. Solltest du allerdings nicht nur für dich Infos suchen, sondern diese Infos auch an andere weitergeben wollen, dann guck mal auf www.starkauchohnemuckis.de vorbei. Wir begleiten dich dabei, Kinder zu stärken. Nebenberuflich oder hauptberuflich. Du lernst von uns alles, was du brauchst, um einen Unterschied auf dieser Welt zu machen. Lass uns gemeinsam dafür antreten, Mobbing in 3 Generationen aus dieser Gesellschaft zu verbannen. Lass uns mehr Liebe in die Welt hineinziehen, denn das ist bitter nötig. Sprich mit unseren Ausbildungsberatern, schau dir die Webseite an, starkerohnemuckis.de.